Ja, Meister, du hast gut geantwortet. Wir müssen Jesus dankbar sein, dass er uns so klar Antwort gibt, worauf dieses Leben zielt. Worauf auch ein Leben zielt, das vom Kreuz gezeichnet ist. Worauf ein Leben zielt, das unausweichlich auf den Tod zugeht und dennoch nicht im Tod sein Letztes findet. Man kann das Evangelium nicht verstehen, man kann Christentum nicht verstehen und erst recht nicht eine solche Heilige, die die Kirche heute feiert, Elisabeth von Thüringen. Wie soll man ohne diesen Hinweis, ohne diese Tiefe des Evangeliums, wie soll man eine solche Heilige verstehen? Ein kurzes Leben, kaum ein Liedschlag in der Weltgeschichte. Sie stammt aus adligem Geschlecht, sie hat ungarische Vorfahren, wo ihre Heimat ist. Ein sehr robustes Geschlecht, gekennzeichnet von dem Drang nach Herrschaft und der Lust am Kampf. Und zugleich mütterlicherseits das Geschlecht derer zu Andex, die Meranier. Auch nicht gerade zimperlich, sehr selbstbewusst. Als sie einjährig verlobt wird und nach Thüringen gebracht wird, sind alle diese Anlagen in ihr. Mit 14 wird sie ihrem Ehemann verheiratet und sie schenkt ihm Kinder. Es ist nicht nur eine glückliche Ehe, sondern eine sehr innige und wir würden heute wahrscheinlich sagen, eine sehr heiße Liebe. Als sie 20 ist, stirbt ihr Mann im Brindisi am Fieber, beim Kreuzzug. Für sie geht komplett eine Welt unter. Alles stürzt zusammen für sie. Sie kann sich damit nicht abfinden. Ihre Verwandtschaft ist in ihrer Trauer geradezu unerträglich. Und dann geht sie einen neuen Weg. Nachdem sie schon in ihrer Ehe, in ihrer sakramentalen Ehe, den Weg des Evangeliums, einen außerordentlichen Weg gegangen ist, wählt sie nun den Weg zum Gekreuzigten, den Weg der Armut. Es ist Elisabeth, es ist diese junge Frau, die der franziskanischen Bewegung in Deutschland zum Durchbruch verhilft. Ohne sie ist das fast nicht vorstellbar. Menschen lesen an ihr ab, was es bedeutet, das Evangelium zu leben. Wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, heute am Vorabend des Tages, da wir das Jahr der Barmherzigkeit beenden, so viel von Barmherzigkeit reden, wenn die Texte der Elisabeth von Thüringen im Tagesgebet, in der Präfation, überall, auch in unseren Liedern, die wir heute Morgen singen, von der Barmherzigkeit sprechen, dann sind wir gehalten, sehr genau hinzuschauen, von welcher Barmherzigkeit hier die Rede ist. Es ist nicht, wie Dietrich Bonhoeffer einmal gesagt hat, die billige Gnade. Es ist die Barmherzigkeit, die sich, wie es ein Gelehrter sagt, ans Kreuz nageln lässt. Es ist eine gekreuzigte, barmherzige Liebe, von der wir sprechen bei Elisabeth von Thüringen. Wenn der Papst diese Woche den amerikanischen Bischöfen sagt, sie müssten raus aus ihrer Komfortzone, dann gilt das auch für die Barmherzigkeit. Im Moment habe ich den Eindruck, dass wir Barmherzigkeit diskutieren, als würden wir die Barmherzigkeit ausrufen und wir entlassen die Menschen in die Komfortzone eines beruhigten Gewissens. Ehebruch hin oder her, Scheidung hin oder her, egal was vorfällt, wir entlassen sie in die Komfortzone eines beruhigten Gewissens und nennen das Barmherzigkeit. Welch ein Irrtum. Man kann vieles dafür ins Feld führen, liebe Schwestern und Brüder, vieles. Aber nicht das Evangelium. Nicht das Evangelium. Das Evangelium ist hier so klar. Und wenn wir es bei einer Frau wie Elisabeth so deutlich ablesen, der sogar im Grab noch Gewalt geschieht. Es ist ihr eigener Nachkomme, Philipp von Hessen, ein glühender, fanatischer Anhänger des Protestantismus, der ihre Gebeine aus dem Schrein reißt und, wie andere Quellen sagen, sie in die Lahn wirft. Als Dreck. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist der Weg einer Liebe, die nichts für sich will, sondern nur gibt. Und wenn es heute viele gibt, die ihren Beichtvater, ihren geistlichen Führer Konrad von Marburg ein wirklich
sagen wir, nicht leichter Knabe. Wenn man heute die Bewertungen in den Hagiografien oder den Studien über Elisabeth liest, kommt er immer schlecht weg. Bigott. Pathologisch sind noch die harmlosen Bezeichnungen für diesen Mann. Und er ist auch nicht frei davon. Aber eine Frau wie Elisabeth beugt sich sogar einem solchen Typen. Warum? Weil sie nichts für sich will, sondern alles gibt. So wie Jesus ohne jeden Vorbehalt sich am Kreuz hingibt, weil er weiß, dass er durch dieses enge Tor, durch diese Schlucht des Todes hindurch muss, damit alle Leben finden können. So ist sie. So erkennt sie in jedem armen Dahergelaufenen, in jedem halb Verfaulten, der ihr begegnet, Christus selber. Und sie will nichts für sich. Sie verbrennt sich sozusagen mit all ihrer Energie, bis sie mit 24 Jahren die Augen schließt, nachdem sie sogar ihre Kinder verlassen hat. Ist das barmherzig? Das ist klar, wie wir das bewerten würden. Ist sie barmherzig gegenüber ihrer Familie? Ist sie barmherzig gegenüber sich selber? Das ist für uns Torheit. Ja. Nichts anderes als Torheit, liebe Schwestern und Brüder. Es ist die Torheit des Kreuzes, die diese Welt nicht versteht. Und wenn wir in einem Kontext leben und wenn wir Sätze sagen, die viel Beifall finden und von der Torheit des Kreuzes absehen, dann sollten wir uns von Elisabeth ermahnen lassen und uns sehr deutlich fragen, ob wir noch auf dem Weg des Evangeliums sind. Der Torheit des Kreuzes, der zur Begegnung führt, zur einzig möglichen Begegnung mit dem Gott des Lebens. Denn für ihn sind alle lebendig.